So, ich darf die Sitzung eröffnen, der öffentlichen Anhörung, die 140. Sitzung des Ausschusses, heute 14. April, 15 Uhr. Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften, Bundestagsdrucksache 19 aus 27654. Darf alle Abgeordneten begrüßen hier im Saal sowie auf der WebEx. Ich darf die Sachverständigen hier im Saal begrüßen. Das ist der Herr Stefan Kohnen, Herr Dr. Alexander Ecker, Herr Dr. Gerwin Moldenhauer und Herr Dr. Ali Nourousi. Außerdem per WebEx Frau Dilken Celebi, Herr Dr. Axel Isaac, Herr Professor Dr. Christoph Knauer und Herr Bernhard Südbeck. Darf die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung begrüßen, die per WebEx zugeschaltet sind, sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusssekretariats. Ja, Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem das Recht des Ermittlungsverfahrens modernisiert, die Reformwerke der letzten Jahre im Bereich des Strafverfahrens punktuell nachgesteuert und eine Reihe von Korrekturen und Anpassungen der Strafprozessordnung und weiteren Gesetzen vorgenommen werden sollen, die der höchstrichterlichen Rechtsprechung Rechnung tragen bzw. aus verschiedenen Gründen bei den großen Gesetzgebungsvorhaben der letzten Jahre keine Umsetzung erfahren haben. Ich darf vorweg einige Hinweise zum Ablauf der Sitzung geben. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei heute alphabetisch, also mit Frau Celebi. Hinweis an die Sachverständigen, bitte bemühen Sie sich, nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Im Saal läuft dazu eine Uhr mit, und zwar rückwärts. Nach 3,5 Minuten gibt es eine akustische Vorwarnung. Zeigt die Anzeige rot, sind die 4 Minuten dann abgelaufen. Die zugeschalteten Sachverständigen sowie alle anderen per WebEx zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. Und an den Vortrag der Stellungnahmen der Sachverständigen schließen sich dann anschließend die Fragerunden an, eine oder mehrere, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. So, und an die Abgeordneten, Damen und Herren, um das bewährte Verfahren noch einmal in Erinnerung zu rufen, können in jeder Fragerunde höchstens 2 Fragen gestellt werden, also 2 Fragen an einen Sachverständigen oder eine Frage an 2 Sachverständige. Die Sachverständigen werden in der ersten Fragerunde in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnend mit Herrn Südbeck, um ihre Antworten gebeten. Und an die Sachverständigen darf ich sagen, bitte halten Sie sich dabei mit Ihren Antworten kurz. In der zweiten Fragerunde werden dann die Sachverständigen wieder in alphabetischer Reihenfolge um ihre Antworten gebeten. Und zum Schluss darf ich noch einige Hinweise zusätzlich geben, nämlich die Anhörung ist öffentlich. Sie wird aufgezeichnet und am morgigen Donnerstag um 15 Uhr im Parlamentsfernsehen, dort auf Kanal 2, ausgestrahlt. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung zudem ein Wortprotokoll an. Und Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per WebEx sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallensbekundungen von der Tribüne aus. Und rein vorsorglich möchte ich noch darauf hinweisen, dass Störungen der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht 112 Ordnungswidrigkeitengesetz bzw. nach dem Strafrecht § 106 klein b Strafgesetzbuch geahndet werden können. Danke Ihnen zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun hat Frau Celebi das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, im Namen des Deutschen Juristinnenbundes bedanke ich mich für die Einladung zur Anhörung und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Strafverfahren, besonders im Bereich der Sexualstraftaten und anderer Formen von geschlechtsbezogener Gewalt, sind oftmals mit erheblichen Belastungen für die Opfer verbunden. Der Schutz von Frauen vor geschlechtsbezogener Gewalt muss daher auch durch verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen sichergestellt werden. Es existieren internationale Vorgaben zur Verbesserung des Schutzes und der Unterstützung der Opfer, wie die europarechtliche Opferschutzrichtlinie und die für Deutschland seit dem 1. Februar 2018 verbindliche Istanbul-Konvention. Diesen wird der vorgelegte Entwurf in Teilen gerecht. Der DJB begrüßt die Einführung einer Legaldefinition des Begriffs der Verletzten in der StPO als wichtigen Schritt zur Umsetzung der Opferschutzrichtlinie. Damit wird eine langjährige Forderung des DJB umgesetzt,
da die uneinheitliche Begriffsbezeichnung für Unsicherheiten und für belastende Diskussionen in den Gerichtssälen über die richtige Bezeichnung der Opfer sorgte. Dem Spannungsverhältnis zwischen der Unschulds- und der Verletztenvermutung wird durch die Formulierung gerecht, aus der hervorgeht, dass eine Tat noch nicht rechtskräftig festgestellt sein muss, um eine Person als Verletzte einzustufen und diese entsprechende Rechte und Befugnisse zukommen zu lassen. Die gesetzliche Klarstellung über die Vorläufigkeit der verletzten Eigenschaft kann Konflikten über die zutreffende Bezeichnung und einer dadurch hervorgerufenen Verunsicherung der Betroffenen sowie auch der Beschuldigten vorbeugen. Die im Entwurf vorgesehenen Änderungen bezüglich der Angaben zum Wohn- und Aufenthaltsort von ZeugInnen und die Erweiterung im BGB und im Gewaltschutzgesetz um das Schutzgut der sexuellen Selbstbestimmung sind aus Sicht des DJB zu begrüßen. Sie tragen zum Schutz der Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt bei. Insgesamt sieht der DJB dennoch weiteren gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Um einen umfassenden und effektiven Opferschutz im Sinne des internationalen Rechts zu gewährleisten, greift der Entwurf zu kurz. Zum einen sind die geplanten Änderungen unvollständig, zum anderen lässt der Entwurf einige Aspekte ganz außer Acht. So wird bei der Änderung des § 68 bezüglich der Angaben zum Wohn- und Aufenthaltsort zum Schutz der Zeuginnen verkannt, dass die vollständige Adresse auch durch die Akteneinsicht an die Beschuldigten gelangen kann. Daher sollte in § 68 Absatz 2 die Möglichkeit normiert werden, die Adresse in einem Sonderheft der Ermittlungsakte zu separieren, das nicht der Akteneinsicht durch die Verteidigung unterliegt. Außerdem müssen die Zeuginnen frühzeitig auf ihre Rechte nach § 68 Absatz 2 hingewiesen werden. Dafür bedarf es entsprechender Schulungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zudem weist der DJB darauf hin, dass die vorgesehene Strafbewährung in § 4 Gewaltschutzgesetz zu niedrig ist, da sie den Unrechtsgehalt der Taten nicht abdeckt und den Eindruck eines Bagatelldelikts erweckt. Weiterhin wurde die Forderung des DJB ganz außer Acht gelassen, die kostenfreie anwaltliche Vertretung und die psychosoziale Prozessbegleitung auf alle Betroffenen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im Sinne der Istanbul-Konvention auszuweiten und hier nicht nach bestimmten Deliktskategorien ohne Berücksichtigung des individuellen Bedarfs des Opfers im Prozess zu unterscheiden. Beides sind entscheidende Instrumente zur Vermeidung von sekundärer Viktimisierung, welche die Richtlinie und die Istanbul-Konvention als maßgebliches Ziel des Opferschutzes vorsehen. Ebenfalls keine Erwähnung findet eine Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechts auf OpferberaterInnen in anerkannten Unterstützungs- und Fachberatungsstellen für Opfer von sexualisierter und häuslicher Gewalt. Was angedacht werden sollte, die BeraterInnen unterliegen einer Schweigepflicht. Ihnen kommt jetzt kein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Dadurch wird das Recht auf vertrauliche Beratung, das den Betroffenen nach der Opferschutzrichtlinie zusteht, gefährdet. Hier muss nachjustiert werden. Flankiert werden müssen diese Verbesserungen durch eine gesetzlich verankerte Aus- und Fortbildungsverpflichtung für Polizei, Staatsanwaltschaft und RichterInnen, um insgesamt ein besseres Bewusstsein für die Bedürfnisse der Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt zu schaffen. Denn genauso hinderlich wie ein unzureichender prozessualer Schutz ist das fehlende Bewusstsein und auch die fehlende Sensibilisierung hierfür. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Celebi. Wir konnten sie am Anfang nicht sehen, aber das haben wir jetzt dann technisch hergestellt. Und vielen Dank für Ihre Ausführungen. Der nächste ist Herr Stefan Kohnen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich spreche für den DAV zu Teilaspekten der Fortentwicklung der Strafprozessordnung des vorliegenden Gesetzesentwurfs. Es ist ja nicht der erste in kurzer Abfolge, sondern eigentlich der dritte, der die SDPO sozusagen fortschreibt. Und was der DAV vermisst, und ich glaube nicht nur der DAV, ist im Prinzip der Versuch einer kohärenten Gesamtreform der SDPO, wenn man sie tatsächlich einer Modernisierung zuführen will und nicht im Wesentlichen an Symptomen herumdoktern mag, was auch zur Unübersichtlichkeit führt. Ich gehe jetzt nicht ein auf die Paragraphen 111 L, N und O, wo man schon alleine an den Buchstaben merkt, wie weit man da gekommen ist. Und die Querverweise machen es dem Rechtsanwender auch nicht einfacher. Ich will auf einige wenige Aspekte eingehen, die mich auch als Anwalt bewegen bei dem Reformvorschlag. Da ist zunächst einmal der 114b Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 4a. Anpassung der Belehrungsvorschriften. Da soll der frisch verhaftete Beschuldigte, und das ist in anderen Bereichen der SDPO mittlerweile auch so geregelt, auch in 136, in dem Moment, wo er belehrt wird darüber, dass er jetzt den Anspruch auf einen Pflichtverteidiger hätte, soll er auch darüber belehrt werden, dass er
im Fall seiner Verurteilung die Kosten zu tragen hat. Das gibt dem Beschuldigten und ich meine auch dem rechtspolitischen Interesse der EU-Richtlinie Steine statt Brot. Denn der Beschuldigte, der sich in dieser Lage dem Polizeibeamten gegenüber sitzen sieht und die sagen ihm, am Ende wirst du da möglicherweise Kosten für tragen, dem wird eine Dispositionsfreiheit vorgegaukelt, die er gar nicht hat. Denn wenn er anschließend dem Richter, was beim Haftbefehl sehr wahrscheinlich ist, vorgeführt wird, fast zwingend ist, dann bekommt er dort sowieso einen Pflichtverteidiger. Insofern verzichtet er auf Rechtsschutz ohne Kostenersparnis. Das ist eigentlich nicht Intention der Richtlinie gewesen. Ich hoffe, es war auch nicht Intention dieser Belehrungsvorschrift, die da ergänzt wird. Und deswegen sollte das nicht nur, dieser Hinweis auf die Kosten, der untunlich ist, nicht nur an dieser Stelle, sondern generell gestrichen werden, da der Beschuldigte und auch spätere Angeklagte generell keine Dispositionsbefugnis hat. Einen weiteren Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Entwurf in 163G, den Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, begrenzt, regional und zeitlich begrenzt, Kennzeichen zu scannen, was aber einen Beschuldigten voraussetzt. Meines Erachtens hat für die Praxis diese Technik einen ganz anderen Reiz, nämlich natürlich ohne Beschuldigte erstmal Indizien zu sammeln und wer ist wo wie rumgefahren. Das gibt diese Norm nicht her. Das gibt sie aus gutem Grund nicht her. Es gab vor kurzem ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was sich mit der Frage der Kennzeichenscannung beschäftigt hat, was zur Zurückhaltung mahnt. Dem ist hier nachgekommen worden. Aber ich denke, das Ganze ist auch so nicht tauglich, sondern ist letztlich nur ein Einstieg in diese Technik, die dann ausgeweitet werden wird. Und würde deswegen dafür plädieren, diesen Einstieg nicht zu wählen. Zu guter Letzt, auch im Anschluss an meine Vorrednerin, was den verletzten Begriff angeht. Bei aller Unübersichtlichkeit ist es natürlich dann gut, wenn man das einheitlich regelt, den verletzten Begriff. Der Nachteil, den ich sehe und der möglicherweise übersehen worden ist, ist, dass das den Täter-Opfer-Ausgleich ganz entschieden erschweren wird, weil der verletzten Begriff das da tendenziell eher ausdehnt und es dann für Täter, die einen Täter-Opfer-Ausgleich anstreben, schwer wird zu kalkulieren, ob sie wirklich jedes taugliche Opfer erfasst haben, was Voraussetzung ist für das Gelingen eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kohnen. Der nächste ist Herr Dr. Ecker. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der vorliegende Gesetzesentwurf hat das übergeordnete Ziel, das Strafverfahren den sich wandelnden gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Aufklärung von Straftaten soll verbessert werden. Dieses Ziel wird aber gerade bei der Postbeschlagnahme nach 99 StPO nicht erreicht. Eine Ausweitung des Datenkatalogs wäre dringend erforderlich. Warum? Die organisierte Kriminalität hat den Onlinehandel für sich entdeckt, das heißt den Handel mit Waffen, Drogen über das Internet. Diese Täter verschanzen sich und ihre Strukturen in der Anonymität des Netzes. Und gerade an der Schnittstelle zwischen der digitalen und der analogen Welt, das haben wir die Chance, die Strukturen aufzudecken und die Täter zu packen. Es darf nicht sein, dass diese Täter unser Postgeheimnis derart systematisch missbrauchen. Welche Daten brauchen wir? Insbesondere die Daten über das übergeordnete Geschäftsverhältnis der Postdienstleister mit den Kunden. Im jetzigen Entwurf bekommen wir nur die Daten von einer Postsendung, von einem Absender an einen Empfänger. Das große Ganze bleibt hier verborgen. Denken Sie etwa daran, organisierte Täter betreiben selbstständig Paketshops. An solche Daten können Sie sonst nicht rankommen. Weiter müssen in den Katalog auch die Daten über die Bezahlung des Postentgelts, der Frankierung. Die Täter schaffen täglich kistenweise Postsendungen zu den Postdienstleistern. Die Bezahlung erfolgt elektronisch. Wir bekommen über diese Daten die Bankdaten, haben so die Chance, Vermögen abzuschöpfen. Verbrechen darf sich nicht lohnen. Deswegen brauchen wir diese Daten. Denken Sie auch an Nachnamesendungen. Das mag für Sie antiquiert klingen, aber die Täter nutzen dieses Institut, um die Zahlungsflüsse zu verschleiern. Auch wir wollen wissen, wo zahlt der Postdienstleister, der Postbote das kassierte Geld denn ein? Wie geht es weiter? Weiter benötigt die Praxis auch die Nutzungsdaten des Sendungsverlaufs. Hier sind Telefonnummern, E-Mail-Adressen hinterlegt, ganz wichtige Daten. Wenn wir hier keine weitreichendere Regelung schaffen, wird am Ende des Tages nur die organisierte Kriminalität davon profitieren.
Die Zielsetzung des Gesetzesentwurfs, das Strafverfahren in die Zukunft zu führen, wird auch bei den Kennzeichenlesesystemen nicht erreicht. Der Kollege hat es bereits vorher angesprochen. In der jetzigen Form ist das Gesetz nahezu unbrauchbar. Denken Sie an einen Terroranschlag. Die Täter flüchten mit dem Fahrzeug. Die Fahndung nach den Tätern beginnt. Ja, natürlich wäre jetzt eine Kennzeichenerfassung, Kennzeichenauslösung sehr wichtig, aber zu diesem frühen Zeitpunkt der Ermittlungen haben Sie diese Daten noch gar nicht. Deswegen brauchen wir einen Aufnahmemodus, um die Daten hinterher manuell abklären zu können. Weiter plädiere ich dafür, diese Lösesysteme auch für Ermittlungszwecke einzusetzen. Die kurzfristige Speicherung und der Abgleich der Daten dann manuell ist zur Aufklärung von Serienstraftaten, etwa Wohnungseinbruchsdiebstähle, elementar wichtig. Man könnte hier eine Vorschrift schaffen, ähnlich der Funkzellendatenerhebung. Das heißt, man führt einen Richtervorbehalt ein. Man macht die Datenerhebung abhängig von besonders schwerwiegenden Katalogtaten. Es gibt bereits einen Entwurf der Ausschüsse im Bundesrat, an den ich hier ausdrücklich noch mal appellieren möchte. Es darf nicht sein, dass für jedermann offensichtliche Kennzeichendaten vom Gesetzgeber sensibler behandelt werden als zum Beispiel Telefondaten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Dr. Ecker. Und der nächste wäre Dr. Isaac mit den besonderen Grüßen an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Grüße zurück aus Baden-Baden. Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Gesetzentwurf befasst sich ja mit einer ganzen Reihe sehr unterschiedlicher Punkte. Ich möchte mir für meine einleitende Stellungnahme drei davon herausgreifen. Ausgesprochen kritisch sehe ich die vorgesehene Erweiterung der Verpflichtung zur umfassenden Beschuldigtenbelehrung über die erste Beschuldigtenvernehmung hinaus auf alle Folgevernehmungen. Ich fürchte, dass mit einer solchen Regelung ein weiteres Feld für unersprießliche Verwertbarkeitsdiskussionen im weiteren Verfahren eröffnet wird. Das wird fehleranfällig sein im polizeilichen Alltag. Und wenn es vergessen wird oder auch nur vergessen wird, es zu protokollieren, dann kann man sich hinterher trefflich streiten, was mit den Angaben des Beschuldigten zu passieren ist. Und das Ganze aus meiner Sicht ohne Not, weil kein rechtsstaatliches Defizit, kein Informationsdefizit besteht. Wenn die Leute einmal belehrt sind, wissen sie, was ihnen vorgeworfen wird. Sie wissen, dass sie nichts sagen müssen und sie wissen, dass sie einen Verteidiger konsultieren müssen. Das muss man ihnen nicht mehrfach im Verfahren sagen. Zweitens, da knüpfe ich an meinen Vorredner an, die Kennzeichenerfassung. Ich begrüße es sehr, dass hier eine bereichsspezifische Regelung geschaffen werden soll. Es ist aber in der Tat so wie sie jetzt konzipiert ist, hilft sie nur dann, wenn ich schon Erkenntnisse habe, mit welchem Fahrzeug der Beschuldigte oder die Tatverdächtigen möglicherweise unterwegs sind. Das haben wir aber gerade nach schweren Straftaten im Anfangsstadium nicht. Und ich halte es deshalb für erforderlich, die Möglichkeit zu schaffen, bei ausgewählten schweren Straftaten, Terroranschlägen, Kapitaldelikten, schwere Brandstiftung, bewaffnete Überfälle, in diese Kategorie denke ich, diese Daten für eine sehr begrenzte Zeit zu speichern, um dann eben auch den Abgleich mit möglicherweise bis dahin dann vorliegenden Erkenntnissen zu ermöglichen. Und ich denke, das kann man auch verfassungskonform regeln. Dritter Punkt, § 132 StPO, die vorgesehene Abschaffung der Möglichkeit der Erhebung einer Zustellungsvollmacht bei Bewohnern von Schengen-Staaten. Ja, wir haben Regelungen über die Zustellung von gerichtlichen Entscheidungen, gerichtlichen Schriftstücken in Europa. Die funktionieren unterschiedlich gut, manchmal ja, manchmal nein. Was wir aber nicht haben, ist eine valide Möglichkeit, schnell Wohnanschriften, Meldedaten grenzüberschreitend überprüfen und eruieren zu können. Und das ist das Problem. Insbesondere kann es die Polizei nicht, wenn sie mit dem Beschuldigten irgendwo vor Ort dasteht. Wir haben also gar nicht die Möglichkeit, wirklich festzustellen, ob der Beschuldigte einen festen Wohnsitz in einem Schengen-Staat hat, ob die Wohnanschrift, die er angibt, ob die zutrifft. Und auch hinterher, wenn wir feststellen, es stimmt nicht, das ist eine Erfahrung, die wir auch machen aufgrund des häufig unzureichenden Meldewesens, ist die Eruierung der tatsächlichen Anschriften sehr, sehr schwierig. Und solange wir da nicht wesentliche Schritte weiter sind auf diesem Gebiet der Verifizierung von Wohnanschriften, meine ich, dass wir die Möglichkeit zur Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten weiterhin brauchen. Jetzt bin ich mit meinen drei Punkten eigentlich schon durch. Da ich aber noch Zeit habe, möchte ich einen vierten kleinen Punkt noch ansprechen.
Die Veranlassung einer melderechtlichen Auskunftssperre ist eine präventive Angelegenheit. Die sollte nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft sein. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Isaac. Und der nächste ist Herr Professor Knauer. Danke, Herr Vorsitzender. Sehr verehrte Abgeordnete, ich bedanke mich für die Bundesrechtsanwaltskammer, die ich hier vertrete, für die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Auf der Suche nach dem Regelungsziel des Gesetzes bleibt wieder nur die Behauptung, dass, ich zitiere, Regelungslücken im Bereich der strafprozessualen Ermittlungsbefugnisse behoben werden müssen. Nach der Effektivierung in 2017 und der Modernisierung in 2019 nun also die Fortentwicklung der Strafprozessordnung, alles bleibt insoweit Flickwerk. Der ursprünglich angedachte große Wurf, den der Strafprozess wohl angesichts der, ich zitiere nochmal aus der Begründung, wandelnden gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen, Zitat Ende, tatsächlich gebraucht hätte, bleibt aus. Schon die einleitende Passage der Begründung lässt aufhorchen, ich zitiere nochmal, wesentliche verfassungsrechtliche Aufgabe sei es danach die Aufklärung von Straftaten, die Ermittlung des Täters, die Feststellung seiner Schuld und seine Bestrafung, wie auch der Freispruch des Unschuldigen. Zitat Ende. Die Strafprozessordnung ist aber mehr als das. Sie ist mit Roxin gesprochen geronnenes Verfassungsrecht. Ihr Zweck ist es eben zuvörderst auch, Beschuldigtenrechte zu wahren und den Beschuldigten nicht zum bloßen Objekt des Verfahrens zu degradieren. Eingriffe und Gesetzesentscheidungen sind gegen diese Rechte abzuwägen. Die StPO ist und bleibt damit Magna Carta des Beschuldigten. Einseitige, verkürzte und unterkomplexe Begründungen für ihre Änderungen verbieten sich vor diesem Hintergrund. Im Einzelnen folgende Punkte. Der quasi doppelt heimliche, neu einzuführende § 95a begegnet erheblichen Bedenken. Er bricht weiter mit dem Prinzip, dass spätestens mit einer Zwangsmaßnahme bzw. einem Zwangsmittel das Ermittlungsverfahren dem Beschuldigten transparent zu machen ist, um ihm Rechtsschutz zu ermöglichen. Es fehlt an hinreichenden Vorgaben bezüglich einer Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffs. Die sofortige Verteidigungsmöglichkeit ist kein gnädig gewährtes Privileg, sondern bei Zwangsanwendung durch den Staat von Verfassung wegen geboten. Die Stabilisierung der Heimlichkeit durch einen einfachen Richtervorbehalt stellt im Unterschied zu den 100a fortfolgenden aufgrund der Erheblichkeit des Eingriffs keinen ausreichenden Sicherungsmechanismus dar. Die Nachsteuerungen im Recht der Vermögensabschöpfungen sind aus unserer Sicht ebenfalls abzulehnen. Derjenige, der das Erlangte nach der Tat verschleudert, soll nach der Begründung sich nicht auf die Entreicherung berufen können. Das ist bezogen etwa auf die angesprochene Clankriminalität nachvollziehbar, verkennt aber die Auswirkung auf das Gros der Fälle. Nach der Reform 2017 ist die Abschöpfung des vollen Bruttobetrags auch gegenüber demjenigen möglich, der das Erlangte auch nur vorübergehend besessen hat. Es muss also nicht mehr bei ihm vorhanden sein. Das betrifft etwa Unternehmen, die ohne weiteres der Dritteinziehung unterliegen und kann für Ruinöses auch bei Mittelständlern, die ansonsten rechtmäßig sind, sorgen. Für das Individuum, das eben das Erlangte nie dauerhaft besessen hat, es aber dennoch nach dem Bruttoprinzip hergeben soll, hat die Streichung der Erleichterung gemäß 459g Absatz 5 existenzbedrohende Folgen. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Praxis mehr Flexibilität hinsichtlich der Abschöpfung brauchen. Wir können sonst dem Angeklagten alleine deswegen häufig nicht zur Akzeptanz einer vorgeschlagenen Absprache raten. Das wird verfahrensverlängert und belastet die Ressourcen der Justiz. Die Anpassung des Begriffs der Nachtzeit in 104 StPO begrüßen wir. Allerdings bedarf es keiner weitreichenden, weitergehenden Ergänzung nach Absatz 1 Nummer 3, wie vom Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz vorgeschlagen, dieses schon durch Gefahr im Verzug abgedeckt. Die Anpassung der Belehrungsvorschrift, da teile ich die Auffassung des Kollegen Kohnen und kann mich kurz halten, dass der Beschuldigte im Fall mehrerer Vernehmungen vor jeder erneuten Vernehmung belehrt wird, begrüßen wir ausdrücklich. Und zuletzt darf ich noch begrüßend sagen, dass die Bundesrechtsanwaltskammer froh ist, dass der Wunsch nach einer Verlängerung der Revisionsbegründungsfrist gehört wird, wenn wir uns auch ein weitergehendes gewünscht hätten. Vielen Dank. Herr Professor Knauer, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Der nächste ist Herr Dr. Moldenhauer. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst möchte ich mich für die Einladung bedanken. Der umfangreiche Gesetzentwurf, 134 Seiten, befasst sich mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Normen, die das gesamte Spektrum des Strafverfahrens betreffen. Es gibt nicht den einen Schwerpunkt, um den sich der Entwurf rankt. Er nimmt sich einer ganzen Reihe praktischer Probleme an. Die einzelnen Lösungen sind im Wesentlichen zu begrüßen. Als Staatsanwalt habe ich natürlich ein Augenmerk zunächst auf § 95a StPO gerichtet.
Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigen Betruges, zum Beispiel Enkeltrick. Die Staatsanwaltschaft führt das Verfahren noch verdeckt. Sie kennt nur einzelne ältere E-Mail-Konten eines Beschuldigten. Dort lagert, das weiß sie vom Geschädigten, tatrelevante Kommunikation. Sie muss den Sachverhalt weiter aufklären. So will es das Legalitätsprinzip. Sie tut es, indem sie beim Provider und damit bei einem Dritten die gespeicherten Daten des Beschuldigten beschlagnahmen lässt. Nun muss sie aber, so ist das geltende Recht, den Beschuldigten daraufhin die Beschlagnahme bekannt machen. Denn die Beschlagnahme ist eine offene Maßnahme. Dadurch bekommt der Beschuldigte Kenntnis von den Ermittlungen. Was macht er? Er löscht die weiteren aktuelleren E-Mail-Konten und warnt seine Mittäter und spricht sich mit denen ab. Weitere verdeckte strafprozessuale Maßnahmen laufen ins Leere. Zwar bietet die Telekommunikationsüberwachung des 100a StPO eine Ermächtigungsgrundlage für den verdeckten Zugriff auf ruhende E-Mails, aber nur als sogenannten Beifang der Überwachung aktiver E-Mail-Konten. Für den verdeckten Zugriff auf inaktive E-Mail-Konten besteht kein entsprechendes strafprozessuales Ermittlungsinstrument. § 95a StPO-Entwurf schließt diese Lücke. Die beabsichtigte Zurückstellung der Benachrichtigung harmoniert mit der StPO und ist ihr, wie verdeckte Maßnahmen insgesamt, auch nicht wesensfremd. Im Wesentlichen wird ein Gleichklang zwischen der Beschlagnahme des inaktiven E-Mail-Kontos und der aktiven E-Mail-Überwachung nach 100a StPO hergestellt. Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass sich der Entwurf der praxisrelevanten und äußerst umstrittenen Frage annimmt, wie auf Postdaten zurückgegriffen werden kann. Wir haben es vorhin schon gehört, insbesondere wenn die Postsendung nicht mehr im Gewahrsam des Postdienstleisters ist. An wen wurden wann einzelne Produkte mit Chemikalien geliefert, die zur Herstellung eines Sprengsatzes geeignet sind? Mit dem Auskunftsverlangen des 99.2 StPO stellt der Entwurf ein insbesondere für Staatsschutzverfahren wichtiges Praxisinstrument in Aussicht. Es zeigt sich gerade in Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit terroristischen Anschlagsplanungen, dass beispielsweise Täter unter Nutzung des Internets einzelne Gegenstände zur Herstellung eines Sprengsatzes bestellen. Für die Tataufklärung sind Auskünfte der Postdienstleister im Sinne von 99 Absatz 2 wie etwa Absender oder Maß und Gewicht der Postsendung immens wichtig. Zum Schluss noch kurz ein paar Worte zur vorgeschlagenen Regelung des 131 Absatz 1 StPO, die verpflichtende schengenweite Fahndung bei allen Haftbefehlen. Da stehen meines Erachtens gewichtige tatsächliche und rechtliche Gründe entgegen. Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob eine schengenweite Fahndung geboten ist. Das geschieht meines Erachtens auch. Es kann in tatsächlicher Hinsicht gute Gründe geben, es bei einer nationalen Ausschreibung zu belassen. Beispielsweise, wenn Haftbefehle gegen Kleinkriminelle, Obdachlose, aber auch Vollstreckungshaftbefehle vorliegen, wenn gerade wegen der Ausweisung der Vollstreckung abgesehen worden ist, also die 456a-Fälle. Aber auch die Ermittlungstaktik kann gegen eine schengenweite Ausschreibung sprechen. Schließlich ist natürlich rechtlich zu bedenken, dass es europarechtlich, dass der EU-Haftbefehl kein Fahndungsinstrument ist, sondern ein eigener Haftbefehl, und wegen des Eingriffscharakters ist da eine dezidierte Prüfung vorzunehmen, eine richterliche Prüfung. So viel zu diesem Punkt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gern für Praxisinput-Fragen zur Verfügung. Dankeschön, Herr Dr. Moldenhauer. Der nächste ist Herr Dr. Norusi. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete, bei diesem Pizza mit allem Gesetz möchte ich in den knappen 4 Minuten meines Eingangsstatements nicht in Rechtsstaatspessimismus verfallen. Die kritischen Punkte sind von Herrn Kollegen Kohnen und Herrn Professor Knauer richtigerweise angesprochen worden. Und ich nehme jetzt den Staffelstab entgegen, den Herr Knauer am Ende seines Plädoyers hinterlassen hat, und sage etwas zur Revisionsbegründungsfrist. Denn das ist wirklich der einzige Lichtblick, den man aus anwaltlicher Sicht in diesem Gesetzentwurf sehen kann. Die Bundesrechtsanwaltskammer und der DAV haben sich hierzu schon im vergangenen Sommer geäußert. Wir haben ein Konzept vorgelegt, das nicht für eine undifferenzierte Parallelbehandlung von Revisionsbegründungs- und Urteilsabsetzungsfrist plädiert, denn beide sind unterschiedlich, sondern differenziert die übrigen Schwachstellen des Gesetzes einbezieht. Punkt 1. Bis heute gibt es keine Frist für die Fertigstellung des Hauptverhandlungsprotokolls, das leicht vergessliche Routinehandlungen dokumentiert und die einzige Grundlage zum Beweis der Einhaltung wesentlicher Förmlichkeiten im Revisionsverfahren ist. Das Protokoll wird natürlich während der Hauptverhandlung geschrieben, aber bis zur abschließenden Unterschrift des Vorsitzenden gilt es nur als Entwurf. Verteidigung und Staatsanwaltschaft
haben keine Möglichkeit, auf das Hauptverhandlungsprotokoll frühzeitig, also vor Beginn der Revisionsbegründungsfrist, zuzugreifen. In der Praxis erhält man es erst, wenn die Revisionsbegründungsfrist bereits läuft. Dabei könnte die Arbeit in allen Revisionsverfahren erleichtert werden, wenn für eine erste revisionsrechtliche Vorprüfung das Protokoll frühzeitig fertig wäre. In diesem Sinne hat auch der Bundesrat um Prüfung gebeten, übrigens unter anderem auf Initiative des Freistaats Bayern. Und die Bundesregierung hat geäußert, der Prüfbitte nachzukommen. Und Gleiches gilt für den zweiten Punkt, auf den der DAV aufmerksam gemacht hat. Die uferlose Verlängerung der Urteilsabsetzungsfrist ist in mehrerer Hinsicht kontraproduktiv. Sie widerspricht erstens dem ansonsten für jede strafprozessuale Reform bemühten Beschleunigungsgrundsatz. Sie führt zweitens nicht zu besseren, sondern zu überlangen Urteilsdarstellungen, die nicht nur Revisionsrisiken bergen, sondern Arbeitsressourcen verbrauchen. Darum meinen wir, dass eine Begrenzung der Zeit, die man dem Tatgericht zur Verfügung stellt, von ca. 6 Monaten, das entspricht der Dauer einer Hauptverhandlung von 100 Tagen, absolut ausreichend ist. Auch dem ist der Bundesrat näher getreten. Und endlich der dritte Punkt, die eigentliche Revisionsbegründungsfrist. Hier nähert sich der Entwurf dem Vorschlag des DAV ein. Wir meinen auch, dass ein dreigliedriges Modell richtig ist. Wie bislang 1 Monat für die allermeisten Verfahren, 2 Monate für die umfangreicheren, wobei wir uns wünschen würden, diese Frist bereits nach 50 Hauptverhandlungstagen eingreifen zu lassen, und 3 Monate für die extrem langen von 100 und mehr Tagen. Dass der Entwurf die Fristverlängerung an die tatsächlich in Anspruch genommene Urteilsabsetzungsdauer knüpfen möchte, birgt aber Risiken. Erstens werden falsche Einreizmechanismen für das Tatgericht geschaffen, um die Revisionsbegründungsfrist zu verkürzen. Zweitens entsteht so Planungsunsicherheit für den Revisionsführer. Wie soll er prognostizieren, welche Zeit das Gericht tatsächlich benötigen wird? Revisionsbegründungen müssen auch von Anwälten geplant und organisiert werden. Vorzugswürdig ist daher, die Fristverlängerung abstrakt an der Zahl der Hauptverhandlungstage zu orientieren. Sollte das nicht geschehen, so sind dringend Mitteilungspflichten erforderlich. Der Revisionsführer muss rechtzeitig, etwa 2 Wochen vor Zustellung, darüber informiert werden, dass eine verfrühte Absetzung ansteht. Und ihm muss gerichtlicherseits mit der Zustellung der Zeitpunkt der tatsächlichen Urteilsabsetzung und die ihm zur Verfügung stehende Begründungsfrist mitgeteilt werden. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Norussi. So, der nächste wäre jetzt der Herr Südbeck, aber ich dachte, in Osnabrück bestehen momentan nur eher sportliche Probleme, aber offenbar haben wir auch Verbindungsprobleme zu Herrn Südbeck. Herr Stretmanns, hat das was mit Ostwestfalen zu tun, oder? Niedersachsen. Ah. Okay. Also, Sie hören. Können Sie uns hören, Herr Südbeck? Okay. Sie hören, ja. Das hätte ich wissen müssen. Jetzt ist es so, also wenn Sie uns hören können und wir können Sie hören, dann steht eigentlich Ihrem Kurzvortrag nichts im Wege. Dann würde ich sagen, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank auch für die Einladung. Zur Erweiterung der Befugnis zur Postbeschlagnahme um ein Auskunftsverlangen gegenüber Postdienstleistern haben Herr Dr. Ecker und Herr Dr. Moldenhauer umfangreich ausgeführt. Ich kann mich diesen Ausführungen sehr anschließen. Die Ermittlungen gerade im Bereich des Darknet, hier besonders der Drogenhandel, aber auch eBay-Betrügereien scheitern häufig an fehlenden Postangaben. Der Entwurf zu § 99 Absatz 2 StPO wird daher von mir ausdrücklich begrüßt. Wünschenswert wäre, und da schließe ich mich auch Herrn Dr. Ecker und Herrn Dr. Moldenhauer an, dass wir auch die Nutzungsdaten im Zusammenhang mit der Sendungsverfolgung nutzen können. Hier liegen sehr wertvolle Daten und für die Ermittlung wäre das sehr wertvoll. Zur Vereinheitlichung des Begriffs der Nachtzeit im Recht der Wohnungsdurchsuchung § 104 Absatz 3 StPO. Auch diese Vereinheitlichung begrüße ich. Wünschenswert aus Praktikersicht wäre auch, dass man § 104 Absatz 1 um eine Fallgruppe ergänzt, nämlich um die Möglichkeiten zur Durchsuchung zur Nachtzeit in Fällen der Löschung von Umsätzen mit Manipulationssoftware beim Registrierkassen zu ermöglichen und um zum Beispiel auch im Bereich der Computer- und Internetkriminalität bessere Möglichkeiten zu haben. Denn viele Fallkonstellationen fallen heute nicht unter den Begriff der Gefahr in Verzug und deswegen wäre hier eine Erweiterung sinnvoll. Ein wichtiger Punkt aus staatsanwaltschaftlicher Sicht ist für mich die Änderung des § 132 StPO. Auch hier schließe ich mich Herrn Dr. Isaac mit seinen umfangreichen Ausführungen an. Diese
Änderung wäre aus staatsanwaltschaftlicher Sicht ein ganz großes Hindernis für die Ermittlungen. Wir haben hier, ich bringe das mal als Beispiel für unsere Behörde in Osnabrück, mehrere tausend Verfahren im Jahr aufgrund der zahlreichen Autobahnen und der langen Grenze zu den Niederlanden, wo wir auf Sicherheitsleistungen und Zustellungsbevollmächtigte angewiesen sind. Ansonsten werden viele Verfahren gerade im Bereich des Güterkraftverkehrs, im Bereich des Drogenhandels, aber auch im gesamten Bereich der einfachen und mittleren Vermögenskriminalität einfach schlicht vor die Wand fahren. Wir werden diese Verfahren nicht zu Ende bringen, weil es viele Möglichkeiten für die Beschuldigten gibt, die Zustellung zu verhindern. Einfach anzugeben, wir haben diese Adresse nicht oder wir haben die Rückscheine, die wir dann einfach in den weiteren Verfahren nicht zurückbekommen. Wir werden die Verfahren immer wieder einstellen, aufnehmen, einstellen und werden letztendlich auch große finanzielle Rückschläge für die Landeshaushalte haben. Davon bin ich überzeugt. Zur Kennzeichenerfassung im öffentlichen Verkehrsraum. Auch insoweit kann ich mich Herrn Dr. Isaac und Herrn Dr. Ecker anschließen. Die Fahndung wäre für die Normierung wäre für die Fahndung wichtig. Wünschenswert wäre aber auch, sie für Ermittlungszwecke zuzulassen. Und man könnte sich insofern an den Katalogteilen des Paragraphen 100a StPO orientieren. Mein nächster Punkt, der für mich wichtig wäre, ist der Bereich der Vermögensabschöpfung. Die Nachsteuerung in diesem Bereich begrüße ich ausdrücklich. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass der Gesetzgeber zur Wertersatzeinziehung bei Jugendlichen und Heranwachsenden ein klarstellendes Wort spricht. Der BGH hat dies bereits mehrfach angemahnt. Mein letzter Punkt, der Zeugenschutz. Die Stärkung des Zeugenschutzes begrüße ich ausdrücklich. Ich halte es aber für systemfremd, wenn man die Staatsanwaltschaften zwingt, die Aufgaben der Gefahrenabwehr in diesem Bereich zu übernehmen und die Meldesperren durchsetzen zu müssen. Insofern könnte man diese Aufgabe der Polizei, die auch sonst für Prävention und für Gefahrenabwehr zuständig ist, übertragen oder, wenn es richterliche Vernehmungen sind, dem Vorsitzenden Richter aufgeben. Vielen Dank. So, Herr Südbeck, wir konnten Sie zwar nicht sehen, aber ganz hervorragend hören. Vielen Dank für Ihre Einführung. Und damit wären wir jetzt durch mit den Vorträgen der Sachverständigen und würden mit den Fragerunden beginnen. Wie gesagt, in umgekehrter Reihenfolge. Und ich darf die Kollegen Abgeordneten noch bitten, dass Sie jeweils am Beginn Ihrer Fragestellung dann sagen, an wen Sie die Fragen, an welchen Sachverständigen die Fragen gerichtet werden. Das macht es allen einfacher, sich gleich darauf einzustellen. So, ich habe jetzt drei Wortmeldungen der ersten Fragerunde, nämlich den Herrn Stretmanns, die Frau Beirat und den Herrn Dr. Fechner. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und auch herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre Expertise. Das war diesmal, glaube ich, eine wirkliche Mammutaufgabe bei den vielen Änderungen in den vielen Detailgesetzen. Das ist nicht so ganz einfach. Bevor ich zu den Fragen an Herrn Professor Knauer komme, eine Anmerkung sei mir erlaubt. Es wird auch das Gerichtsdolmetschergesetz geändert. Und der Gerichtsdolmetscher hat eine besondere Bedeutung im Punkto Befragung von Zeuginnen und Zeugen und Anhörung des Angeklagten. Und meine Sorge ist, dass durch die Regelungen wir eventuell qualitativ bewährte Dolmetscher durch Formalien verlieren. Und ich würde hier einfach den Appell an die Bundesregierung richten, dafür Sorge zu tragen, dass die bisher bewährten Dolmetscher, Dolmetscherinnen ohne weiteres weiter in ihrem Amt tätig werden können. Das ist, glaube ich, aus der Praxis ein ganz wichtiger Punkt, der mir am Herzen liegt. Jetzt komme ich zu den Fragen, Herr Professor Knauer. Erstens, wie stehen Sie zu den im Gesetzentwurf vorgenommenen der Ausweitung der Online-Durchsuchung und der Wohnraumüberwachung? Das ist mir insbesondere wichtig im Hinblick auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Und die zweite Frage ist, auch wenn es schwerfällt, stellen Sie sich vor, ich wäre die gute Fee und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche Änderungen Sie noch gerne hätten, können Sie die vielleicht aufzählen? Vielen Dank. Dankeschön, Herr Stretmanns. Zur Fee sage ich mal nichts. Die Frau Beirer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die beiden Rechtsanwälte, Herr Norusi und Herr Kohnen. Es geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung, wie der Herr Stretmanns auch sozusagen fragt. Und zwar sind wir ja jetzt kurz vor dem Ende dieser Legislatur und stehen ja vor dem Beginn dieses Jahr noch der nächsten Legislatur. Das Gesetz ist überschrieben mit Fortentwicklung der Strafprozessordnung. Herr Kohn
hat in seiner Stellungnahme schon ausgeführt, dass das ein oder andere in diesem Entwurf nicht gelingt. Und deswegen wäre so meine Frage, was finden Sie kritikwürdig an der sogenannten Fortentwicklung der Strafprozessordnung in dieser Legislatur? Und was wünschen Sie sich für die nächste? Dankeschön, Frau Bayram. Der nächste, Herr Dr. Fechner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Herren Sachverständigen und an die Frau Sachverständige. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Dr. Moldenhauer, bitte. Und zwar zum einen zum geplanten 95a StPO, die Zurückstellung der Benachrichtigung der Beschlagnahme. Da würde mich aus Ihrer Praktikersicht interessieren, warum genau eine solche Regelung aus Ihrer Sicht erforderlich ist und ob Sie die Regelung hier für tauglich halten. Und die zweite Frage wäre zur automatischen Kennzeichenerfassung. Da gibt es ja durchaus Kritik, dass hier verfassungsrechtlich bedenklich der Gesetzestext verfasst wäre. Da wäre meine Frage, wie Ihre Einschätzung ist, ob wir uns hier an die verfassungsrechtlichen Vorgaben, insbesondere vom Bundesverfassungsgericht, halten. Herr Dr. Ecker wäre sogar bereit, noch weiterzugehen beim Anwendungsumfang. Insofern würde mich da Ihre Einschätzung interessieren. Vielen Dank. Herr Dr. Fechner, Dankeschön. Und der Letzte jetzt der ersten Runde bisher ist der Herr Müller. Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Isaac und an den Herrn Südbeck. Das Wesentliche zur Änderung der Vorschrift über den Zustellungsbevollmächtigten haben Sie meines Erachtens nach zwar gesagt, aber mich würde in dem Zusammenhang schon noch interessieren, wie schätzen Sie es ein? Der Gesetzesentwurf spricht ja davon, dass durch die Verbesserung des Zustellwesens, sprich auch insbesondere durch die Möglichkeit im Schengen-Raum beispielsweise einen Strafbefehl durch ein Einschreiben mit Rückschein zustellen zu können, dass durch diese Verbesserungen es ausreichend sei, um zu gewährleisten, dass die Endverfügung dann auch entsprechend ankommt. Und der Gesetzesentwurf begründet das damit, dass es allerdings notwendig sei, wie es, ich zitiere, dass die Beamten auf eine valide, zustellungsfähige Anschrift des Beschuldigten zu achten hätten. Also meine Erfahrung aus vielen Bereitschaftsdiensten lehrt mich, dass es nicht so ganz einfach ist, morgens um 2 Uhr eine valide, zustellungsfähige Anschrift des Beschuldigten zu beachten. Wie sehen Sie das denn? Danke, Herr Müller. Der nächste ist Herr Dr. Martens per Webex. Herr Vorsitzender, ich habe zwei Fragen an Sachverständigen Kohnen. Und zwar einmal, da wurde problematisiert, die Anpassung der Bewährungsvorschriften in 114b Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Nummer 4 kleine a, dass die möglicherweise insofern unzureichend sind, als der falsche Eindruck erweckt wird. Man könne Geld sparen, indem man auf die Beiordnung eines Pflichtverteidigers verzichte. Muss das so formuliert sein aus Ihrer Sicht oder entsteht dadurch möglicherweise sozusagen gewollt der Eindruck, man könne Geld sparen, was in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist, denn der Betroffene hat es gar nicht in der Hand, ob ihm ein Pflichtverteidiger bestellt wird oder nicht, das regelt die StPO. Und ich halte das aus Fairnessgründen alleine schon deshalb für geboten, wenn dem so wäre, dass man das klarstellt. Es sei denn, Sie sagen jetzt, das sei zwingend so zu machen. Das würde ich allerdings so nicht nachvollziehen. Und das andere ist die Frage der Reichweite von Beschlagnahmen und die Durchsuchung. Und hier im 95a StPO-Entwurf, das betrifft dann Daten vor allen Dingen, aber die Reichweite einer solchen Durchsuchung und Beschlagnahme ist nicht näher eingegrenzt, in keiner Weise bestimmbar. Ist das ausreichend? Denn die Kataloge, die Straftatenkataloge werden immer umfangreicher und sind längst in den Bereich der mittleren Kriminalität vorgedrungen und beschränken sich eben als Anlasstaten nicht mehr auf Fälle schwerer Kriminalität. Gerade vor diesem Hintergrund erscheint mir auch die Regelung des 95a gefährlich weit zu sein. Danke, Herr Dr. Mertens. Und der Letzte ist der Herr Brunner.
Auch meine Frage geht, und es passt in dem Fall an Frau Celebi. Frau Celebi, Sie haben einmal zum Wohn- und Aufenthaltsort Stellungnahme abgegeben. Wir verbessern ja mit diesem Gesetz den Schutz von Zeuginnen und Zeugen, ganz konkret durch Änderungen der Angaben zum Wohn- und Aufenthaltsort. Und Sie weisen, so sage ich zu Recht, darauf hin, dass gefährdete Zeugen in praktischer Hinsicht nur dann effektiv geschützt werden können, wenn sie im Ermittlungsverfahren auch regelmäßig anzugebende vollständige Adresse geschwärzt wird. Welche Vorkehrungen, meinen Sie, sollten in diesem Zusammenhang getroffen werden, um den Zeugenschutz auch deutlich weiter auszubauen? Und die zweite Frage richtet sich an die Vertretung und psychosoziale Prozessbegleitung, die Sie ansprechen, denn Sie fordern ja zu Recht, dass kostenfreie anwaltliche und psychosoziale Prozessbegleitung auf alle Betroffenen von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ausgeweitet werden soll. Können Sie uns dazu die Erforderlichkeit besser erläutern, insbesondere unter dem Lichte, dass wir heute schon durch Inanspruchnahme der Prozesskostenhilfe ein wichtiges Instrument der Rechtsverfolgung haben? Oder denken Sie, dass dies noch nicht die sachgerechte Prozessbegleitung sei? Herr Dr. Wohner, danke schön. Jetzt wären wir mit der ersten Runde durch und wir wollen jetzt mit den Antworten beginnen, wie gesagt, in umgekehrter Reihenfolge. Zunächst würde dann der Herr Südbeck antworten dürfen, und zwar auf eine Frage von Herrn Müller, ich glaube zum Thema Zustellung. Herr Südbeck, bitte, wenn Sie uns hören. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aufnahme angeblicher Adressen oder tatsächlicher Adressen vernünftig klappt. Da gibt es nachts dann auf der Autobahn schon die Verständigungsschwierigkeiten. Wir haben es häufig mit ausländischen Kraftfahrern zu tun. Hinzu kommt, dass wir einfach die Zustellungen nicht vernünftig hinbekommen. Wir haben sehr oft, dass wir Rückscheine nicht zurückerhalten, dass die Beschuldigten die Rückscheine im Ausland einfach nicht unterschreiben, dann kommen sie leer zurück. Also der Zustellungsnachweis gelingt nicht und das Meldewesen ist einfach in den Schengen-Staaten nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Das wäre Wunschdenken. Okay, danke schön. Herr Dr. Narusi, auf eine Frage von Frau Bayram, bitte. Ja, die Frage war, was ist kritikwürdig und was wünscht man sich? Kritikwürdig ist natürlich, man kann jetzt auf die ganzen Einzelregelungen angehen, die Kollegen haben das schon getan, aber kritikwürdig ist einfach dieses gesamte Vorgehen, das jetzt nochmal so zum Ende der Legislaturperiode, wir haben es ja erlebt, die Modernisierung war in der Mitte, davor gab es die Praxistauglichkeit und jetzt gibt es nochmal die Fortentwicklung und alles im Zwei-Jahres-Rhythmus. Das ist eine gewisse Form der Hyperaktivität. Man lässt auch gar nicht vor, dass sich bestimmte Vorschriften erstmal in der Praxis bewähren und evaluiert werden können. Ich habe gestern eine Publikation verfasst und musste mich mit der Entstehung des Selbstleseverfahrens beschäftigen und habe dann wirklich mit Erstaunen festgestellt, wie das in den 80er Jahren war. Da macht die Bundesregierung 1984 einen Gesetzesentwurf und 1987 nimmt dann dieser Ausschuss erst dazu Stellung und arbeitet wirklich detailliert die einzelnen Punkte ab und folgt nicht allem, wägt ab und modifiziert. Also dieses Tempo der Gesetzgebung wäre natürlich schön. Ich weiß, dass das heutzutage nicht mehr möglich ist. Genauso ist die Forderung nach einer Gesamtreform, die wir immer wieder erheben, wahrscheinlich nichts, was heutzutage rechtspolitisch verwirklichbar ist. Denn dafür braucht man Zeit. Das kann man nicht innerhalb einer Legislaturperiode wahrscheinlich machen. Dann bräuchte man wirklich eine Kommission, die über die Diskontinuität hinweg sich mit den vielen Schwachstellen des Strafprozesses, der ja jetzt im 141. Jahr steht, beschäftigen würde. Angefangen vom Ermittlungsverfahren, Transparenz in der Hauptverhandlung und dann das Rechtsmittelsystem insgesamt überdenkt mit Einfluss des Wiederaufnahmeverfahrens. Das sind aber sowas passiert nicht und wir haben es einfach mit Stückwerk zu tun. Danke, Herr Dr. Narusi. Der Herr Dr. Moldenhauer hat zwei Fragen von Herrn Dr. Fechner. Ja, vielen Dank. 95a, Praxistauglichkeit, ja. Ich habe mich gewundert, wie minimalinvasiv eigentlich nur die Veränderung vorgenommen worden ist und wie schön der Erfolg ist, dass man diesen Gleichklang herstellen kann, dass wir halt nicht vor dem Dilemma stehen, die Maßnahme frühestmöglich offen zu legen, sondern dass man verdeckt weiter ermitteln kann. Und es hängt ja oft vom Zufall ab, ob die Daten noch unter 100a fallen, die man von E-Mail-Konten holen möchte, oder ob es schon inaktive Konten sind und sie dann beschlagnahmt werden müssen. Und hier wird ein Gleichklang durch einen minimalinvasiven Eingriff hergestellt, was ich ganz deutlich befürworte, nämlich durch die Zurückstellung, die wir ja im anderen Zusammenhang schon kennen. Ich erinnere nur an 101 Absatz 5 und ich finde, das passt ganz gut.
zur automatischen Kennzeichenauslesung und der Einschätzung aus verfassungsrechtlicher Sicht. Ja, da habe ich keine Bedenken, denn die wesentlichen Eckpfeiler örtlich begrenzt und nur vorübergehend sind Tatbestandmerkmale geworden. Das ist auch in der Entscheidung des Verfassungsgerichts angemahnt worden. Man könne über die Zeit diskutieren, dass der Gesetzgeber keinen bestimmten Zeitraum reingeschrieben hat. Aber ich denke, das kann die Praxis ganz gut durch die Anwendung der Verhältnismäßigkeit lösen. Denn es ist im Einzelfall abzuwägen, wie schwer ist die Tat, wie schwer sind die Rechtsgutverletzungen und wie lange möchte ich fahnden. Wir sprechen ja hier nur von dem Fahndungselement, wie der jetzt im Entwurf ist. Was anderes wäre, das wäre ein wesentlich schwerwiegender Eingriff, wenn man natürlich noch aufzeichnen will. Und da müssten wir anders, denke ich, an die Sache rangehen. Aber so als Fahndungsinstrument habe ich da keine rechtlichen Bedenken. Herr Dr. Moldenhauer, vielen Dank. Der nächste ist Herr Professor Knauer. Und zu Fragen von Herrn Stretmanns, Stichwort Dolmetscher und Online-Durchsuchung. Also vielen Dank zunächst, weil es hieß eine Frage an die beiden Rechtsanwälte. Ich bin auch Rechtsanwalt, das möchte ich nur noch mal betonen, und Praktiker, nicht nur Wissenschaftler und Theoretiker. Ja, vielen Dank für die Frage zur Online-Durchsuchung und Wohnraumüberwachung. Das ist in der Tat eine ständige Ausweitung des Katalogs, der vom Hintergrund der Verhältnismäßigkeit bedenklich stimmt. Allerdings ist etwa der Menschenhandel natürlich von der Schwere entsprechend auch Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Insofern habe ich eher Bedenken über die Einführung des bandenmäßigen Computerbetrugs und die weiteren Katalogtaten, die da eingeführt werden. Erlauben Sie mir aber den Hinweis, dass meine Befürchtung, und mein Vorredner hat es eigentlich bestätigt, eine andere ist, nämlich dass durch die Neuregelung des 95a letztlich die strengeren Anforderungen an die Online-Durchsuchung ausgehebelt werden. Und deswegen ist es auch die Forderung der Bundesrechtsanwaltskammer, dass die Voraussetzungen beim 95a entsprechend sind, also der Richtervorbehalt nicht nur ein einfacher Richtervorbehalt etwa, und auch Bezug genommen wird auf eine klare Katalogtat. Ja, und die zweite Frage war die Frage nach der guten Fee. Das ist toll, wenn man beim Gesetzgeber sitzt und eine gute Fee haben soll. In der Tat haben Sie das in den Andeutungen gehört. Ich glaube tatsächlich, wir bräuchten die Reform des Strafprozesses in der großen Form, weil ich den Satz der Begründung teile, dass wir an die modernen Anforderungen in vielen Bereichen nicht mehr angepasst sind mit der Strafprozessordnung, die nun aus einer ganz anderen Zeit stammt. Ein Beispiel, und das würde ich mir dringend wünschen, ist die Frage der Akteneinsicht, des Umfangs der Akteneinsicht. Wenn Sie sich vorstellen, in den großen Wirtschaftsverfahren, die unendlich vielen Daten, denen man sich bei den Beschlagnahmen ausgesetzt sieht, und der Frage, ob diese Daten Teil der Akte sind oder nicht. Hier gibt es bei jeder Staatsanwaltschaft regional unterschiedliche Sichtweisen, bei jedem Oberlandesgericht. Die Frage, ist es Bestandteil der Akte oder nicht, parallel die Diskussion bei der Telekommunikationsüberwachung. Wenn ich mir noch was wünschen dürfe, hätte ich mir natürlich gewünscht, das ist sicher auch ein Wunsch des Kollegen Kohnen, dass die Tatprovokation erheblich eingeschränkt wird. Ich halte es für ein Unding, dass es dem Staat möglich sein soll, Straftaten hervorzurufen, deren einziger Grund für die Bestrafung dann die eigene Hervorrufung ist. Und zuletzt bin ich auch der Auffassung, dass wir im Rechtsmittelrecht einiges an Änderungsbedarf gehabt hätten. Also das wäre der Wunsch an die nächste Legislatur. Vielen Dank. Herr Professor Knauer, vielen Dank. Der nächste ist Herr Dr. Isak mit einer Frage von Herrn Müller, auch zum Thema der Zustellung. Genau. Ja, es sind ja zwei Probleme, die sich ergeben bei der Zustellung ins Ausland. Die eine Frage ist, habe ich die richtige Adresse? Und die zweite Frage ist, wenn ich die richtige Adresse habe, funktioniert dann die Zustellung? Wenn die Adresse schon nicht stimmt, dann geht die Zustellung mit Sicherheit ins Leere. Wenn beides klappt, dann ist es natürlich prima. Und dann ist es der Zwischenschaltung, das will ich nicht verhehlen, dann ist es der Zwischenschaltung eines Zustellungsbevollmächtigten allemal vorzuziehen. Nur allzu häufig, das ist die Erfahrung, die wir machen, und zum Beispiel, wir sind ja hier auch Grenzstaatsanwaltschaft, auch zu dem alten EU-Staat Frankreich zum Beispiel in diesem Verhältnis machen, allzu häufig klappt es an einem der beiden Punkte nicht. Bei der Zustellung selbst, es wurde schon mehrfach gesagt heute, dass einfach die Rückscheine nicht zurückkommen und halt keinen Zustellungsnachweis dann
hat. Aber das gravierendere Problem sehe ich in der Tat bei der Frage, habe ich überhaupt eine zutreffende Adresse, und kann ich eigentlich nur das, was Herr Lübbeck gesagt hat, unterstreichen. Die Situationen, in denen diese Anschriften erhoben werden müssen, die sind, ich möchte fast sagen, in aller Regel sind die so, dass die Polizei eben keine Möglichkeit hat, dann nun erfolgversprechend weitere Nachforschungen anzustellen, sondern sie muss das nehmen, was ihr gesagt wird oder was man ihr unter die Nase hält. Und damit kommt man dann halt leider im Ergebnis häufig nicht weiter. Herr Dr. Isaac, vielen Dank. An Herrn Dr. Ecker wurde keine Frage gestellt, aber an den Herrn Kohnen, und zwar von der Frau Bayram und vom Herrn Dr. Martens. Ja, ich probiere mich kurz zu fassen bei der Frage der, der Kritik an der vergangenen Legislaturperiode. Kollege Dr. Norusi hat es gesagt, auch Professor Dr. Knauer. Ich meine, dass wir erlebt haben in den, als Verteidiger, als Anwälte, dass in den Entwürfen, dem Entwurf, aber auch mehr noch in den Modernisierungsentwürfen davor, Verteidigungs- und Beschuldigtenrechte in erster Linie aus der Perspektive eines potenziellen Missbrauchs dieser Rechte betrachtet wurden und unter der Lupe, was könnte missbraucht werden, in der Breite eingehegt wurden. Ich denke da insbesondere an das Beweisantragsrecht. Und ich denke, dass umgekehrt die damit geschaffenen Regelungen ihrerseits nicht die Frage eines potenziellen Missbrauchs, des Missbrauchs will ich es mal nennen, wenn zum Beispiel für Ablehnung von Beweisanträgen wegen Verschleppungsabsicht überhaupt kein Gerichtsbeschluss mehr erforderlich ist, dass da nicht in gleicher Weise gedacht wurde. Und mein, solange ich das begleite, Gefühl ist, dass da die Gewichte sich mittlerweile massiv verschoben haben. Und für die nächste Legislaturperiode, da kann man sich natürlich als Verteidiger vieles wünschen, aber man ist ja jetzt auch nicht unbedingt demokratisch legitimiert, da rechtspolitische Ziele zu formulieren. Was man sich aber wünschen kann, ist das, was eigentlich im Koalitionsvertrag stand, nämlich dass Kriminalpolitik und auch Strafprozesspolitik evidenzbasiert geschieht. Das muss man den empirisch auch den Modernisierungen der letzten Zeit absprechen. Und da wäre schon viel gewonnen, wenn das in der Zukunft passiert und wenn zum Beispiel dann auch Transparenz dahingehend einkehrt, dass eine Dokumentationspflicht der Hauptverhandlung in der nächsten Legislatur eingeführt wird als eigentlich europäischer Mindeststandard. Und die Frage, die nach den Belehrungsvorschriften nochmal, ja, da habe ich mich in meinem Eingangsstatement zurückgehalten, ob die Belehrung des Beschuldigten, dass es ihn was kostet im Verurteilungsfall, sofern er einen Pflichtverteidiger nimmt, ob die nicht mit einer gewissen List ihm das ausreden will, da denke ich schon, dass sie das will. In 114b ist sie völlig deplatziert, weil sie der Beschuldigte, wie gesagt, keine Kosten sparen kann. Und man muss ja nur mal ein bisschen weiterdenken, wenn der Beschuldigte, der ahnungslos ist und der mit Sicherheit nicht das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und die Pflichtverteidigergebühren kennt, den Polizisten, der vor ihm sitzt, fragen würde, ja, was kostet das jetzt, wenn ich da anrufe und so einen Pflichtverteidiger haben will? Da wird er keine Auskunft kriegen. Das überfordert auch den Polizisten, den wohlmeinsten Polizisten, der die Belehrungsvorschrift und jetzt da in so einer Beratungssituation ist. Das ist völlig an der Intention vorbei und sollte an all diesen Stellen gestrichen werden. Denn das ist nichts, was der Beschuldigte sich leisten kann und soll, sondern das ist etwas, was der Staat ihm schuldet, Pflichtverteidigung. Und deswegen ist dieser Hinweis deplatziert. Die weitere Frage, 95 ASDPO, wie weit geht das? Ist das nicht viel zu weitreichend? 95 ASDPO, der Entwurf, regelt ja im Wesentlichen die Benachrichtigungspflichten, wenn man da Zugriffe hat. Ich teile aber die Bedenken von Herrn Dr. Martens, dass nämlich, dass ich ja auf vorläufige Sicherstellungen aus Clouds und Ähnlichem beziehen kann. Und wenn man sich vorstellt, was da für Daten, Schätze in Anführungszeichen, lagern, dann wird nicht nur die Anlasstat Grund der Zurückhaltung gegebenenfalls sein, sondern da wird man möglicherweise auch noch mehr finden. Das ist ja ein voller Teich an potenziellen Zufallsfunden. Und da ist auch Niedrigschwelligeres dabei. Und dass der Bürger möglicherweise nach einer sehr langen Zurückstellung so eine Art Gesamtrechnung für die Strafbarkeit seiner Cloud bekommt und keine Gelegenheit hatte, sich vorher zu verteidigen,
ist ein rechtsstaatliches Defizit und geht meines Erachtens zu weit. Herr Kohlen, vielen Dank. Und die Letzte, die antworten darf, ist die Frau Celebi. Und zwar eine Frage von Herrn Dr. Brunner. Zwei Fragen zum Thema Zeugenschutz und, ich glaube, psychosoziale Prozessbegleitung. Frau Celebi. Vielen Dank, Herr Dr. Brunner, auch für diese Fragen. Der DLB begrüßt, wie schon gesagt, die Verbesserung des Zeuginnenschutzes. Allerdings besteht immer noch die Gefahr, dass die Adresse eben durch die Akteneinsicht an die Beschuldigten gelangen kann. Und diese Gefahr muss unterbunden werden, indem sie beispielsweise frühzeitig auf ihre Rechte nach § 68 Absatz 2 hingewiesen werden. In der Praxis tragen die Ermittlungsbeamten die vollständige Adresse eben in dem Erfassungsbogen ein. Zum Zeitpunkt der polizeilichen Vernehmung wissen aber die gefährdeten Verletzten oft gar nicht, dass dieser Erfassungsbogen dann über die Akteneinsicht an die Beschuldigten gelangen kann und damit auch ihre vollständige Adresse. Deshalb muss in § 68 Absatz 2 die Möglichkeit normiert werden, anstatt einer ladungsfähigen Adresse die vollständige Adresse in einem Sonderheft der Ermittlungsakte zu separieren, das eben nicht der Akteneinsicht durch die Verteidigung unterliegt. Und ferner muss die Möglichkeit geschaffen werden, die im Ermittlungsverfahren anzugebende Adresse nachträglich auch auf Wunsch zu schwärzen. Zur effektiven Gewährleistung des Schutzes der Zeuginnen bedarf es aber auch der Schulung von Polizei und der Staatsanwaltschaft, um eben auch frühzeitig auf diese Rechte hinzuweisen. Das wird auch durch die Istanbul-Konvention so vorgesehen, der Schutz von Zeuginnen. Und hier soll nochmal zu betonen, dass der Schutz von Zeuginnen eben spiegelbildlich auch zu ihrer Pflicht besteht, zu erscheinen und auszusagen. Das ist die Schutzpflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass eben, wenn diese Pflicht besteht, dies auch nicht mit einer Schädigung für sie resultierend geschieht. Und auch im Übrigen, das bringt mich jetzt auch zur zweiten Frage, Ausdruck der Schutzpflicht des Staates ist unter anderem die psychosoziale Prozessbegleitung. Und die zweite Frage bezog sich auf die kostenfreie anwaltliche Vertretung und auch die psychosoziale Prozessbegleitung und die Probleme, die wir hier sehen. In Bezug auf die anwaltliche Vertretung, die Beiordnung der anwaltlichen Vertretung, sehen wir das Problem, dass für die erwachsenen Verletzten eines sexuellen Übergriffs gemäß 177 Absatz 1 und 2 dieser Anspruch nicht besteht. Jedenfalls nur dann, wenn in den Fällen eines besonders schweren Falles, aber nicht, wenn der Grundtatbestand erfüllt ist, oder auch nur nach Nummer 4 oder nach Absatz 2, der eine Prozesskostenhilfeberechtigung voraussetzt, und aber auch die Tatsache, dass das Opfer seine Interessen nicht selbst wahrnehmen kann oder es ihm nicht zuzumuten ist, was in das Ermessen der RichterInnen gestellt wird. Und das führt dazu, dass grundsätzlich diejenigen benachteiligt werden, die nicht prozesskostenhilfeberechtigt sind, was ohnehin strenge Voraussetzungen hatte, die Prozesskostenhilfeberechtigung. Aber auch unabhängig davon sind diejenigen benachteiligt, denen aufgrund guter Resilienz zugemutet wird, dass sie ihre Interessen auch ohne anwaltlichen Beistand wahrnehmen können, was teilweise dazu führt, dass Betroffene, die von ihrem Ex-Partner gewürgt wurden oder mit einem Gürtel geschlagen wurden, dass denen trotzdem gesagt wird, dass sie ohne anwaltliche Vertretung die Verfahren meistern können, was im Übrigen auch gegen die Wertung der Istanbul-Konvention verstößt, dass eine vorherige Intimbeziehung. Jetzt konnten wir Sie die letzten 10 Sekunden nicht hören, Frau Celebi. Ja, Frau Celebi, wenn Sie uns hören können, geben Sie uns mal kurz ein Zeichen, weil wir konnten die letzten 30 Sekunden nicht hören. Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen das technisch noch mal hinzukriegen. Da kann es vielleicht nachher noch mal nach. Ich glaube, Dr. Brunner, waren Sie mit den Antworten soweit jetzt zufrieden? Soweit zufrieden? Okay, lassen wir es mal offen. Lassen wir es mal offen. Okay, gut, dann. Ja, da haben Sie recht. Jetzt ist so, wir haben keine weiteren Fragen, deswegen könnten wir zum Ende kommen. Wenn ich in die Runde schaue, die Kollegen und Kolleginnen haben keine weiteren Fragen mehr gestellt, dann darf ich mich bedanken bei allen Sachverständigen für ihr Kommen und auch sowohl für ihre einführenden Ausführungen als auch für die Beantwortung der Fragen. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundlage für die weiteren parlamentarischen Beratungen. Also herzlichen Dank fürs Erscheinen und guten Nachhauseweg. Und auch diejenigen, die uns zugeschaltet waren, herzlichen Dank für ihre aktive Teilnahme. Dankeschön. Die Sitzung ist damit geschlossen.